So, dann sieht das mal gut aus. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zum ESB-Tutorium. Mittlerweile in der fünften Aufgabenblattwoche. Und wenn ihr euch das angeguckt habt, dann werdet ihr sehen, dass es ganz viel um Gleitkommazahlen geht, aber auch ein bisschen um Zeichenkodierung. Und wir müssen mal gucken, an einigen Stellen können wir ein bisschen tiefer drin arbeiten, an einigen Stellen können wir es ausprobieren und ein paar Stellen können wir halt nur so ein bisschen drüber reden. Fangen wir doch mal an mit der ersten Aufgabe. Da sind IEEE 754 Gleitkommazahlen gegeben. Und wir würden das dann mal ähnlich machen, dass wir dann einmal gucken, wie kriegen wir aus diesen IEEE 754 Gleitkommazahlen, wie kriegen wir da Dezimalzahlen raus? Erinnert ihr euch noch von letzter Woche vielleicht, welche verschiedenen Typen von Gleitkommazahlen es gab in IEEE 754? Dann gab es da so ein paar verschiedene Arten. Ja, ich meine jetzt nicht tatsächlich, das stimmt, das gibt es auch nochmal, die Single- und Double-Genauigkeit, also 32- und 64-Bit-Genauigkeit. Nein, aber tatsächlich, wenn wir jetzt einfach nur uns zum Beispiel nur Single-Gleitkommazahlen anschauen, da gab es was mit dieser Kodierung. Je nachdem, was an bestimmten Stellen war, gab es. Genau, da gab es normalisiert und denormalisiert und dann gab es noch so ein bisschen was anderes. Wenn ihr in die Folien geguckt habt, da gab es ja hier auch noch das Thema, wie stellen wir eine Null dar, wie stellen wir die Infinity oder Unendlichkeit dar und wie stellen wir Not a Number dar im Sinne von Fehlercodes. So, und das heißt, dass wir quasi, wenn wir ein Bitmuster gegeben haben, was nach IEEE 754 ist, dann wissen wir ja immer, wir haben das Vorzeichen als erstes, das V. Und dann müssen wir gucken, was steht quasi in den folgenden 8-Bit drin, um überhaupt zu wissen, ne, welche der fünf Zeilen müssen wir jetzt eigentlich weitergucken. Wer sieht denn unser A, was das dann eigentlich nur sein kann? Ja, gut. Genau, das ist dann halt tatsächlich einfach nur die Null. In dem Fall, Null ist auch so definiert, dass das sowohl positives als auch negatives Vorzeichen haben kann. Also theoretisch gibt es damit zwei Nullen. Auch da, wir erinnern uns, letzte Woche solltet ihr ja die Anzahlen von den entsprechenden Werten da auch nochmal mit aufschreiben. So. So, das ist also einfach die 0. Wie gesagt, siehe hier die ersten, die Bits von der zweiten bis zur neunten Stelle sind alles Nullen. Und dann haben wir zusätzlich auch dann alle anderen Bits auch 0. Also, wie gesagt, ab der zweiten Stelle alles 0, dann ist es eine 0. Ein bisschen spannender wird es jetzt, wenn wir uns das zweite Beispiel anschauen. Was wissen wir über diese Zahl? In welcher der fünf Zeilen müssen wir uns da bewegen? Zahl B, in welcher Zeile sind wir? So, genau, wir sind hier in den normalisierten Zahlen. Also denormalisiert, das war ja das 0, für die ganz kleinen Zahlen, die man dann nicht so eine hohe Genauigkeit hat, aber zumindest die dann halt zwischen 1,0 und der 0 liegen. Denormalisiert, da würden wir die Bits 2 bis 9 würden auch alles 0 sein. Haben wir nicht. Wir haben hier tatsächlich, wir haben hier eine 1 liegen, vorliegen und hier, wir haben zwei Einsen. Das heißt, wir befinden uns ganz normal bei den normalisierten Zahlen. So. Wenn das jetzt eine normalisierte Zahl ist, dann können wir anfangen, uns die einzelnen Sachen anzuschauen. Das Erste, was wir uns anschauen müssen, ist das Vorzeichen. Was wissen wir darüber?
Ganz einfache Frage. Das ist positiv. Genau. Wir haben die 0 als erste Stelle. Das ist die Stelle, wo das Vorzeichen ist. Also eine positive Zahl. Hätten wir eine 1 zur Erinnerung, dann wäre es eine negative Zahl. Aber auch erst, nachdem wir alles andere dann ausgerechnet haben. Dann haben wir den Exponenten. Das sind ja diese 4 Bits. Wie kommen wir da jetzt zu, ja, vielleicht in die Richtung der Dezimalzahl? Was wissen wir über den Exponenten im dezimalen Wert? Weiß da jemand was oder hat eine Idee? Genau, es ist auf jeden Fall da ein Exzess drin. Das ist einfach wieder diese Sache IEEE 754, ist immer diese Exzess 127 Darstellung. Habe ich wahrscheinlich jetzt, glaube ich, die letzten beiden Male schon irgendwie 10-mal wiederholt. Aber das ist das eine, was ihr euch einfach merken müsst. IEEE 754 ist die Exzess 127 Darstellung, falls es nicht irgendwie sowieso explizit in der Aufgabe steht. Das heißt aber, wenn wir diese Zahl hier umrechnen, dann müsste das, ne, wir schauen, wenn das nur die 1 hier vorne wäre, dann wäre das ja 128. Wir haben aber noch zwei weiter, weil hier nochmal 1, 0 ist dazu. Also 128 plus 2, das heißt, unser Exponent ist erstmal 130 und wir müssen unseren Exzess, die 127, abziehen. Das heißt, unser Exponent ist 3. Gucken wir uns doch mal die Mantisse an. Was wissen wir über die Mantisse? Wie lautet die? Erstmal vielleicht rein in Dualdarstellung. Wie lautet die Mantisse in Dualdarstellung? Genau, es ist eine 1 vorangestellt. Und die restlichen hier sind die Nachkommastellen. Das heißt, das sind unsere Nachkommastellen. In der Hausaufgabe ist ja auch angegeben, dass nur die oberen 8 Bit angegeben sind. Na, wir erinnern uns, dass eigentlich das ja 23 Bit in der Mantisse nach einfacher Genauigkeit sind. Das heißt, in dem Fall 1,11 reicht hier jetzt gerade, wenn wir es umrechnen wollen. In der Hausaufgabe müsst ihr halt eben gucken, wie viele Stellen ihr da auch braucht. Das ist unsere Dualzahl der Mantisse. Aber wir sollen das Ganze ja nach Dezimal kriegen. Welche dezimale Zahl steckt denn hinter der Mantisse? Komma 75 habe ich hier gehört. Das sieht gut aus. Genau, das ist ja 2 hoch 0 plus 2 hoch minus 1 plus 2 hoch minus 2. 2 hoch 0 ist 1, 2 hoch minus 1 ist 0,5, also die Hälfte von 1. Und 2 hoch minus 2 ist die Hälfte von 0,5, also 0,25. Das heißt, wir sind bei 1 plus 0,5 plus 0,25 macht 1,75. Im Dezimalsystem. Und jetzt können wir das Ganze zusammenbauen. Wir haben das Vorzeichen, das ist positiv. Wir haben 1,75. Ach so, das war die Mantisse. Erstmal der Exponent. Der Exponent ist 2 hoch 3, hatten wir ja gesagt. Und dann haben wir unsere 1,75. So, 2 hoch 3 hat ja den Wert 8, wenn ihr daran denkt. Und was wir jetzt machen können zum Ausrechnen, ist, dass wir tatsächlich unser Vorzeichen nehmen. Also man macht ja normalerweise Vorzeichen ist ja Sign des 1 oder 0 mal theoretisch. Der Exponent 2 hoch 3 mal 1,75. Das heißt, wir hätten 8 mal 1,75. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist das 14. Ansonsten dürft ihr das gerne korrigieren. Das heißt, der dezimale Wert, der jetzt hinter dieser Teil B wäre, wäre halt dann entsprechend die 14.
Okay, das zu grob zur Umrechnung. Das heißt, für die Hausaufgabe guckt als erstes, in welcher der 5 Zeilen befindet ihr euch anhand des Bitmusters. Vielleicht müsst ihr gar nicht viel berechnen, weil ihr eh schon irgendwo seid, wo es relativ eindeutig ist. Dann müsst ihr gucken, habt ihr normalisiert oder denormalisiert, ne, weil der Unterschied dann jeweils ist, fange ich an mit 1 oder fange ich an mit 0 und eben halt, was bedeutet das für den Exponenten? Habe ich da noch irgendwie den Exponenten, den ich mit umrechnen muss? Ja, und im einfachsten Fall ist das halt eine normalisierte Zahl und dann die einzelnen Schritte, wie wir sie hier haben, oder halt eben dann denormalisiert, quasi das Äquivalent. Das sollte euch hoffentlich reichen, dass ihr damit zurechtkommt. Genau, die Tabelle, die ich hier rechts habe, die ist in den Vorlesungsfolien auf Seite 194, da könnt ihr das nachgucken. Warte ich hier noch ganz kurz zum Schreiben. Okay, Aufgabenteil, oder brauchst du doch noch kurz? Nee, okay, Aufgabenteil 2. Und zwar geht es darum, arithmetische Operationen mit Gleitkommazahlen zu machen. Wir haben wieder hier unsere schöne Darstellung, IEEE 754, wir haben die ersten 8 Bit der Mantisse. Und wir sollen ohne Umwandlung in Dezimalzahlen diese ganzen Berechnungen machen. Das geht auch, das ist in den meisten Fällen sogar relativ einfach. Und ich hoffe, ihr habt es dann auch verstanden, wenn wir einmal durchgegangen sind. Ich habe mal zwei einfache Beispiele genommen. Natürlich gibt es jetzt immer noch den Fall, dass ihr vielleicht negative Zahlen haben könnt. Dann müsst ihr natürlich gucken, wenn ihr was Negatives habt, könnt ihr entweder überlegen, ob ihr irgendwas subtrahiert, ob ihr mit dem, also ähnlich wie halt mit dezimalen Zahlen. Ne? Wenn ich irgendwie sage, ich habe minus 10 und ich habe eine 8, dann kann ich bei einer Addition 8 plus minus 10 machen oder ich kann halt in dem Fall auch mit einem Komplement rechnen. Das müsst ihr dann selber entscheiden. Wir machen es jetzt erstmal mit relativ einfachen Beispielen, zwei positive Zahlen. Wir erinnern uns hier das Vorzeichen, der Exponent, die Mantisse a plus b. Bei einer Addition. Das hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon einmal kurz. Welches ist der erste Schritt, den wir bei einer Addition von Gleitkommazahlen machen müssen? Was ist wichtig? Worauf müssen wir schauen? Die Exponenten angleichen. Sehr gut. Und ich hatte, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, am einfachsten ist es, auf den höheren Exponenten das Ganze anzupassen. Das heißt, wir würden jetzt einfach mal sagen, unser b ist 0,1. In welche Richtung verschiebt sich das Komma beim Exponenten hier? Also nein, andersrum. Ich habe das Komma verschoben. Wird der Exponent jetzt größer oder kleiner? Es war vorher der Wert 1,0, jetzt ist es 0,1. Ich habe also das Komma eine Stelle nach links geschoben. Dann wird er größer, ja. Das heißt, mein Exponent ist, wenn ich ihn in Dualdarstellung schreibe, nicht mehr 1 am Anfang, 2 Einsen am Ende, sondern ein größer 1 und 2 Nullen dahinter. So. Ja, gut, fürs nächste, vielleicht wäre es ganz gut, erstmal zu gucken, was haben wir eigentlich für Zahlen. Also. Ich hatte ja schon gespoilert, wir haben zwei positive Zahlen.
Dann hatten wir das eben auch schon. Wir haben normalisierte Zahlen, die 1,01 und die 1,0, weil das ja unsere Nachkommastellen sind. Und jetzt wäre ja nochmal die Frage, was für einen Exponenten wir da eigentlich haben. Und auch hier können wir relativ schnell durchrechnen. Also wir haben die 128 plus 100, das ist ja die 4. Das heißt, 132 minus den Exzess von 127. Damit wären wir bei 2 hoch 5. So, jetzt hätte ich das 2 natürlich vergessen. Und der Exponent darunter ist netterweise einfach nur ein kleiner, die 131. Hoch 4. So, wir haben die Exponenten angeglichen. Dann, was dürfen wir als nächstes tun? Womit beschäftigen wir uns noch, wenn die Exponenten angeglichen sind? Insgesamt wollen wir zwei Gleitkommazahlen addieren. Also müssen wir vielleicht irgendwo noch eine Addition durchführen, aber von was? Genau, im Chat sehe ich es gerade schon richtig. Wir müssen jetzt die Mantissen addieren. Also wir haben ja die, im Endeffekt haben wir beide Zahlen auf den gleichen Exponenten gebracht, damit wir die Mantissen addieren dürfen. Das heißt, wir haben die 1,01, wir addieren dazu die 0,1. Und in dem Fall bei dem einfachen Beispiel kriegen wir jetzt natürlich nur 1,11 raus. So, jetzt gibt es einen Schritt, den wir eventuell machen müssen oder nicht machen müssen. Ein Schritt, der nur manchmal relevant ist nach der Addition. Die Frage hier oben? Die danke, weil ich falsch kopiert habe. Gut aufgepasst. Das ist. Nee, warte, andersrum. Mann. So, hier ist es 1,0 und dann verschieben wir das Komma. Also, weil hier ja die Mantisse 0 ist, deswegen haben wir nur die 1 von der Normalisierung davor. 1,0. Und danach verschieben wir das. So, genau, im Chat wurde die Frage gerade schon richtig beantwortet. Wir müssen jetzt gucken, ob wir nochmal normalisieren müssen. Müssen wir hier natürlich nicht, weil wir tatsächlich nur die 1 vom Komma haben, aber es könnte halt sein, dass wir es tun müssen. Deswegen nehme ich es auch lieber auf. Aber es entfällt hier für uns, ist schon normalisiert. Und schließlich als letztes. Die Angabe in IEEE 754, das Ganze. Also wir müssen ja gucken, dass wir das Ergebnis auch wieder so angeben, wie wir es vorher hatten. Also in der Form. Wir haben zwei positive Zahlen addiert. Wir haben eine positive Zahl wieder rausbekommen. Das heißt, unser Vorzeichenbit ist 0, es ist nicht gesetzt. Dann haben wir unseren Exponenten. Der hat sich durch das Angleichen, ja, durch das Angleichen haben wir unseren Wert bekommen an der Stelle.
hätten wir normalisiert, hätte es jetzt sein können, dass der sich ja nochmal wieder geändert hätte. Also wenn wir jetzt hier das Komma hätten schieben müssen, mussten wir nicht. Und schlussendlich haben wir noch unsere Mantisse. So, was sind jetzt die ersten vier Stellen der Mantisse? Was sind jetzt die ersten vier Bit der Mantisse an der Stelle in dem Fall? Ja? 1, 1, 0, 0. Genau. Weil ich ja nur mit den Nachkommastellen das mache. Bin ja ganz normal hier im normalisierten Bereich, Zahlenbereich unterwegs. Das heißt, die ersten beiden Stellen nach dem Komma 1, 1 und dann fülle ich mit Nullen auf und insgesamt sind das 8 Bit für die Mantisse hier. Das ist also der Teil für die Addition. Dann gucken wir uns doch als nächstes einmal die Subtraktion an. Wir nehmen die gleichen Zahlen und ja, der erste Schritt ist wahrscheinlich wenig verwunderlich. Wir müssen auch hier den Exponenten angleichen. Wisst ihr was? Ich kopiere das hier einmal kurz raus. So, und wenn wir eben Mantissen addiert haben, was machen wir jetzt bei der Subtraktion wahrscheinlich? Mantissen subtrahieren, genau. Manchmal ist es so schön einfach. Jetzt sind wir hier natürlich an der Stelle, wo wir überlegen könnten, ob wir mit Zweierkomplement arbeiten oder nicht. Da würde ich immer sagen, guckt euch an, wie die Zahlen sind, wie es euch am einfachsten passt, ob ihr statt Subtraktion mit einer Zahl lieber mit dem Zweierkomplement addiert. In dem Fall haben wir hier so relativ einfache Zahlen. Also zumindest jetzt für unser Beispiel gerade heute ist es natürlich einfacher, die Subtraktion durchzuführen. Aber wie gesagt, ihr könnt natürlich genauso richtig die Addition mit dem Zweierkomplement machen. Also wir haben 1,01. Ziehen davon 0,1 ab. Müssten dann auf 0,11 kommen. Was müssen wir als nächstes machen? Mantissen subtrahiert. 0,11 ist normalisieren, genau. Das heißt, wir schieben das Komma ein nach rechts, kommen dann auf 1,1. Und mein Exponent, der vorher 2 hoch 5 war, wird jetzt größer oder kleiner? Exponent größer oder kleiner durch die Normalisierung? Kleiner, okay. Ja, Entschuldigung, kam akustisch bei mir nicht an. Genau, muss ja der Wert wieder gleich bleiben. Insofern. Sind wir dann auf 2 hoch 4 oder eben in der Dualdarstellung 1 vorne, 2 Einsen hinten. Das Ganze dann wieder in IEEE 754 angegeben. Wir haben unser Vorzeichenbit, wir haben unseren Exponenten, der sich in dem Fall also ja wieder geändert hat. Das ist jetzt reiner Zufall, dass der Exponent dem entspricht, was ich hier bei b vorher am Anfang als Exponent hatte. Na, also es hätte jetzt auch sein können, dass wir irgendwie mehr als eine Kommastelle hätten schieben müssen. Und dann haben wir unsere Mantisse.
1,1 war unser Wert, das heißt, wir haben eine 1 und danach füllen wir auf mit Nullen. Subtraktion erfolgreich, hoffentlich jedenfalls. Nee, Achtung, wir haben hier die Zahlen normalisiert, damit wir wieder eine 1 vorm Komma haben. Ne, deswegen haben wir jetzt hier unsere 1 davor. Das ist ja die implizite, die bei den normalisierten Zahlen wegfällt. Und dadurch nur noch eine einzelne 1 für die Mantisse, die wir angeben. Also für den Teil, den wir angeben. Deswegen ist es eben wichtig, dass man den Schritt der Normalisierung sauber durchführt, damit man eben weiß, wo ist denn eigentlich jetzt diese 1, die eventuell da wegfällt. So. Du schaust noch ein bisschen fragend. Du bist noch wo? Die Exponenten. Genau, also wir hatten die Exponenten 5 und 4. Das war 5, das war 4. Den Vierer haben wir auf 5 angepasst. Das haben wir hier gemacht. Also das hier ist unser Rechenexponent. Die beiden Zahlen, die wir jetzt subtrahieren, haben beide jetzt den Exponenten. Das haben, ist durch die Anpassung. Sekunde. Genau, und das ist das, was ich meinte. Das ist reiner Zufall, dass das oben das gleiche war. Was wir gemacht haben, ist, wir haben zwei Zahlen mit diesem Exponenten hier. Entschuldigung, die ganze Zeile hier. Zwei Zahlen mit diesem Exponenten haben wir subtrahiert. Und das Ergebnis hat dann auch den gleichen Exponenten. Ja, das heißt, ich schreibe das mal, warte, ich schreibe das mal ein bisschen deutlicher hin, dann kommt das, ist das vielleicht klar. Das heißt, unser Ergebnis hat diesen Exponenten. Das ist ja erstmal unser Ergebnis. Und jetzt stellen wir fest, unser Ergebnis ist nicht normalisiert, weil wir keine 1 vorm Komma haben. Das heißt, wir müssen normalisieren. In dem Fall reicht es uns wieder, das Komma um eine Stelle nach rechts zu schieben. Dadurch wird die Zahl größer, also die Mantisse größer. Und damit das in der Waage bleibt, muss dann also der Exponent kleiner werden. Ist ja immer das Gegenteil. Und das heißt, wenn ich ein Komma nach rechts verschiebe, muss der Exponent um einen kleiner werden. Wir haben mit dem Größeren gerechnet. Und ja, es ist 5, es ist 2 hoch 5. Nee, Achtung, wir haben ja diese Exzessgeschichte. Diese ganze Zahl, dieses 8-Bit-Muster. Also die Zahl hier vorne, die 1, auf der 8. Bitstelle ist ja 128. Und dann kommen ja noch hier hinten welche dazu. Deswegen sind wir bei 132 minus 127 gleich 5. Dieses 8-Bit-Muster entspricht der 2 hoch 5. Das heißt, unser Exponent am Ende ist dann die 5 wieder. Okay. Ja, aber es ist ja gut. Also, ne, wichtig ist, dass wir es aufgeklärt haben. Das heißt, jetzt ist es für dich nachvollziehbar, warum wir die Exponenten so haben. Gut. Und wenn du die Frage gestellt hast, dann werden sicherlich, vielleicht jetzt nicht von denen, die gerade im Stream dabei sind, aber mindestens 10 Leute, die sich das im Nachhinein angucken, die gleiche Frage haben. Also insofern, die Frage ist gut. So, als nächstes würden wir dann gleich die Multiplikation machen. Zumindest, wenn Schreiben hier alle fertig sind. Multiplikation. Läuft jetzt ein bisschen anders. In dem Fall müssen wir nicht irgendwie erst die Exponenten angleichen.
Am einfachsten ist es, man kümmert sich als erstes ums Vorzeichen. Wie ist denn das im Dezimalsystem mit Vorzeichen von Zahlen? Also ich kann ja zwei Arten haben. Entweder habe ich eine positive Zahl oder ich habe eine negative Zahl. Was ist denn im Dezimalsystem, wie wissen wir das, wenn ich zwei Zahlen miteinander multipliziere? Was passiert mit dem Vorzeichen? Was passiert im Dezimalsystem, wenn ich zwei Zahlen miteinander multipliziere mit den Vorzeichen? Genau, also ja, genau, verkürzt gesagt kann man auch sagen, gleiche Vorzeichen wären positiv, unterschiedliche negativ. Das heißt, der erste Schritt, den wir machen, ist Vorzeichen klären. Und zwar plus mal plus. Also zwei positive ergibt immer noch positiv. Ein positives mit einem negativen ergibt negativ. Und zwei negative multipliziert ergibt positiv. Heißt für uns in dem Fall, wir haben zwei positive Zahlen. Wir werden eine positive Zahl wieder rausbekommen. Kann in der Hausaufgabe oder ist in der Hausaufgabe ja vielleicht anders. Also ist ziemlich sicher anders, habt ihr ja schon gesehen. Da habt ihr eine positive und eine negative Zahl in der Hausaufgabe. So, dann würde man als nächstes, weiß jemand, was man als nächstes macht für eine Multiplikation? Oder hat eine Idee, was wir machen können. Ja, genau, Exponenten angleichen müssen wir nicht. Das hatte ich kurz angerissen. Also Exponenten angleichen ist nur notwendig für Addition und Subtraktion von Gleitkommazahlen. Das ist dann eben bei der Multiplikation und auch gleich bei der Division ist das ein bisschen anders. Genau, wir würden nämlich hier, ich sehe es im Chat gerade richtig, also Exponenten addieren ist das, was man hier machen würde. Mache ich eigentlich immer erst als drittes, schreibe ich aber schon mal hin. Und irgendwie müssen wir eine Multiplikation durchführen, ne? Das heißt, wir würden nämlich die Mantissen multiplizieren. So, und ich glaube, das hatten wir auch schon. Multiplikation von Dualzahlen hatten wir einmal, glaube ich, das hatten wir auf jeden Fall auch schon mal angerissen. Im Endeffekt wäre ja dieses relativ, also ne, dieses treppenartige untereinander bauen und dann nachher zusammen addieren. In dem Fall ist jetzt unsere Mantissen 1,01 und 1,0. Das kann man dann sogar noch im Kopf durchrechnen. Aber sonst, ne, zur Erinnerung wäre das ja hier so richtig schön mit untereinander schreiben. Und dann in die nächste Zeile und so weiter. Und dann addieren. Und aufpassen, wo das Komma hin muss. So, und dann aber war schon richtig gesagt, achso, ich nehme das mal hier weg, damit ich den Platz habe, die Exponenten zu addieren. Also, wir haben einmal den Exponent von a plus den Exponent von b. Und wenn man das einmal schnell addiert, dann sollten wir auf folgende Zahl kommen. So, jetzt haben wir eine neunstellige Zahl. Das ist jetzt noch nicht irgendwie so, wie wir die Exponenten kennen. Hat einer eine Idee oder weiß einer zufälligerweise, was wir jetzt machen müssen, weil hier irgendwas falsch ist, in Anführungsstrichen? Haben zwei Exponenten addiert. Wir haben genau, minus 127 sehe ich im Chat. Warum müssen wir minus 127 machen?
Richtig, wir haben zweimal die Exzesse drin. Wir haben ja beide Exponenten sind in Exzess 127 Darstellung. Das heißt, wir haben hier plus 127 und wir haben hier plus 127 drin. Das heißt, wir haben einmal 127 natürlich zu viel in den Exponenten, weil wir haben jetzt unsere Exponenten addiert, die normalen, und haben zweimal 127 draufgepackt. Also im Endeffekt haben wir gerade, was ist das? Eine Exzess 254 Darstellung. Das wollen wir ja gar nicht. Also müssen wir nochmal 127 abziehen. Und an der Stelle weiß ich zufälligerweise, dass es einfacher ist, statt die, oder zumindest finde ich es angenehmer, statt die 127 abzuziehen, das wäre die Zahl, das Zweierkomplement zu addieren. Was ja, das wäre einer Komplement, eine 1 auf die letzte Stelle drauf, das Zweierkomplement wäre. Dann würden wir das also. Das also stattdessen einmal drauf addieren. Und müssten dann auf diese Zahl kommen. Also 1, 1 mit 3 Nullen und 1 mit 3 Nullen. So, jetzt haben wir hier im Endeffekt eigentlich einen zu viel. Da wir aber ja eigentlich gerade eine Subtraktion durchführen, ist das ja genau das Richtige, was wir haben wollen. Wir erinnern uns wieder bei einer Subtraktion, wenn wir diesen Überlauf haben. Das ist gut, weil das uns sagt, dass wir das vorne den Überlauf wegcutten dürfen und wir hinten einfach unsere Zahl als positive Zahl ansehen dürfen. So, ich schreibe hier oben nochmal kurz dazu. So, zu der Frage, die hier nebenbei reingekommen ist, wird das Tutorium eigentlich am gleichen Tag noch hochgeladen? Also ich hatte im ersten Termin ja gesagt, ich versuche es grundsätzlich, kann aber natürlich nichts versprechen. Manchmal hakt es auch ein bisschen. Das eine Mal hat irgendwie mein Internet so ein bisschen gesponnen, dann war es dann erst nach Mitternacht fertig. Vorausgesetzt, die Aufnahme läuft korrekt. Ich tue mein Bestes, ich kann es aber nicht hundertprozentig garantieren. Sofern die Aufgabe korrekt läuft, versuche ich das so schnell als möglich hochzuladen. Und dann ist es so schnell hoch, wie es ja A, mein Internet hochgeladen hat und B, YouTube dann konvertiert hat. So, wir müssen auch hier nochmal die Angabe in Access 100, Access, IEEE 754 machen. Wir hatten das Vorzeichen geklärt, es war positiv. Das heißt, wir haben hier eine 0. Wir haben wir haben unseren Exponenten, den haben wir gerade erst ausgerechnet. Und wir haben unsere Mantisse, fängt an mit 0, 1 und der Rest mit Nullen aufgefüllt. Ein bisschen schöner, so die einzelnen Bestandteile. Okay, Multiplikation. Ihr seht also auch relativ einfach. Guckt einmal eben mit dem Vorzeichen, wie ist das? Das gleiche, also ähnliches Prinzip wie im Dezimalbereich mit Dezimalzahlen, dann die Mantissen zu multiplizieren. Gegebenenfalls zu gucken, ob ihr da irgendwie eine Normalisierung noch machen müsst in irgendeiner Form. Das würdet ihr dann natürlich zusammen machen mit dem Ergebnis der Exponentenaddition, die Normalisierung. Und also im Endeffekt, warte mal. Sekunde.
So, da an der Stern, da wo der Stern ist, der Punkt, da müsste gegebenenfalls eine Normalisierung gemacht werden, weil da haben wir einmal die Mantissen multipliziert und die Exponenten addiert. Das heißt, wir wissen an der Stelle, wo der Stern ist, wie unsere Dualzahl im erstmal aussieht. Aber falls sie dann nicht normalisiert ist, müssen wir sie dann normalisieren und dann den Exponenten nochmal entsprechend verschieben. Also von der Größe. So, jetzt nochmal deine Frage. Habe ich im Ergebnis jetzt hier irgendwo 8 rausgemacht? Stimmt. Ich habe zu viel genommen. Danke. Genau, 8-Bit habt ihr eine Hausaufgabe. Hier habe ich jetzt gerade ja eigentlich mit 4 angefangen, dann wären es auch nur 4. Ich wollte eigentlich nur mit 4 hier rechnen, damit es halt nicht so umfangreich ist. Weil das Prinzip können wir halt auch mit 4 Bits verstehen. Aber im Grunde ist es nach rechts aufgefüllt. So, was fehlt uns noch? Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division fehlt uns noch. Wir haben die gleichen Zahlen. Oh Wunder. Wir müssen als erstes gucken, wie sieht es aus mit dem Vorzeichen? Auch da ähnlich wie wir es ja eben hatten. Ne, wir müssen halt gucken, haben wir unterschiedliche Vorzeichen oder haben wir die gleichen? Kommen wir also dadurch eben zu was Positivem oder kommen wir zu was Negativem? Bei uns zwei positive Zahlen, das ist einfach. So, eben haben wir Mantissen multipliziert. Was müssen wir jetzt wahrscheinlich machen? Für die Division. Wir müssen sie dividieren. Ich glaube, das war etwas, was ihr in den Hausaufgaben noch nicht hattet. In irgendeiner Form. Okay. Wir hatten schriftliche Multiplikation ja eben und haben gesehen, dass es genauso wie es im Dezimalsystem funktioniert. Wie funktioniert denn eine schriftliche Division im Dezimalsystem? Also wenn ich sage, ich habe hier vielleicht eine etwas größere Zahl. Ahnung. Nehmen wir 120 und teile sie durch 8, meinetwegen. Keine Ahnung. Das wird überhaupt nicht aufgehen. Das wird gerade gleich sowas von schief gehen, aber das ist egal. Okay, ich kann ich weiß nicht, ob das funktioniert, was du gerade meintest. Vielleicht habe ich da auch gerade selber nur einen Hänger. Ah. Okay. Ja, das geht, stimmt, das müsste da theoretisch auch gehen, statt geteilt durch 1, irgendwas mal 1 geteilt durch das. Ja, das sollte natürlich auch gehen, wenn das dann einfacher ist. An der Stelle für euch könnt ihr das machen. Was immer funktioniert, ich versuche jetzt gerade so auf dem Beispiel, was immer auch funktioniert, ist halt ja eben diese schriftliche Division. So, wir gucken ja, wie kommt das auf? 1 durch 8 geht noch nicht. Nehme ich die nächste Stelle dazu. 10 durch 8 geht einmal. Schreib mir hier die 8 hin. Hab noch 2 über. Hol mir die nächste Zahl runter. Das ist die 2. Ne? Wie gesagt, das reine, die schriftliche Division aus dem Dezimalsystem. Dass ich dann stellenweise durchgehe. Jetzt würde ich gucken, 22, wie häufig geht die 8 da rein? Das ist zweimal. 2 mal 8 sind 16. 16 von der 22 abgezogen, bleiben 6 über. Und die nächste Stelle, die ich runterholen würde, wäre die 0. Dann bin ich bei der 60. So, die 8 geht 7 mal in die 60 rein.
7,8 sind 56. Hätte ich also 4 über. Jetzt wäre ich an der Stelle, wo ich keine Zahlen mehr habe, weil ich im Endeffekt an der Kommastelle auch gekommen bin. Im Dezimalsystem dürfte ich ja jetzt dann quasi imaginäre Nullen weiter runterholen, je nachdem, wie viele Nachkommastellen ich berechnen will. So, jetzt wäre ich bei der 40. Wie gesagt, das ist ja dann hier die imaginäre Stelle hier hinter. 40 geht 5 mal, 5 mal 8 sind 40. Bleibt dann noch 0 über und dann wäre ich durch. So, das ist ja das rein, wie es funktioniert im Dezimalsystem. Und genauso geht das in anderen Zahlensystemen auch, nur dass man dann eben aufpassen muss, was es halt ist. Also Hexadezimal ist vielleicht ein bisschen nerviger. Kommt eigentlich auch nicht als Übungsaufgabe in irgendeiner Form, von daher Glück gehabt, weil da müsste man ja mehr aufpassen. Wenn man halt höhere Zahlen hat, was ist dann da jeweils was? So, das Gleiche können wir halt machen mit dem Dualsystem, wenn es dann halt entsprechend nötig ist. Also ich kann ja irgendwie eine Zahl nehmen, kann die durch meinetwegen 1, 0 teilen und würde dann auch anfangen, hier die erste Stelle, das geht nicht. Dann würde ich die zweite dazu nehmen. Ah ja, das geht. 1, 1, 0. So, dann bleibt hier 0. Die nächste Stelle würde man runterziehen, ist die 1. Das würde 0 mal gehen. Dann müsste ich hier 0 hinschreiben. Bleibt die 1, ich hole eine 0 runter und ja, ich sehe schon im Chat, hier gibt es auch andere effizientere Berechnungen. Das ist alles natürlich, ja, mit Bitshift, alles möglich. Mir geht es ja mehr darum, das grundlegende Prinzip einmal zu sehen. So, die 1, 0 geht einmal natürlich in die 1, 0 rein. 1 mal 1, 0 wäre 1, 0. Und da habe ich sogar zufällig ein Beispiel erwischt. Ähnlich wie das andere, was sogar relativ gut aufgeht. Kann natürlich auch sein, dass man Pech hat und irgendwo in Nachkommastellen rutscht. Also in viele Nachkommastellen. So, also ihr seht, gleiches Prinzip wie im Dezimalsystem, einfach stückweise durchgehen. Damit kommt man auf jeden Fall irgendwann zu einem Ergebnis. Man muss halt aufpassen, wenn ich jetzt weitermachen würde. Ich habe ja. Hier an der Stelle habe ich ja die 0 runtergeholt. Wenn ich jetzt noch nicht fertig wäre und noch in Nachkommastellen gehen müsste, dann müsste ich jetzt an der Stelle natürlich anfangen, hier auch ein Komma zu setzen, wenn ich dann in Nachkommazahlen bin. Woran würde man bei Dualzahlen eine Periode erkennen? Ja, das ist ein bisschen. Ist nicht ganz so einfach, das stimmt. Er hat aber eigentlich eine ähnliche Tendenz wie im Dezimalsystem. Also zum einen, das Offensichtliche ist natürlich, wenn ich hier irgendwie eine Zahl habe, die irgendwie so aussieht und immer abwechselnd 0 und 1 als Ergebnis hat, das gibt mir einen Hinweis, aber das hat noch nicht zwangsläufig zu sagen, dass es eine Periode ist. Das stimmt natürlich. Die Periode würde ich daran erkennen, dass ich immer wieder hier diese gleichen Berechnungen durchführe, dass die immer abwechselnd sind und dass ich sehe, dass ich durch die Zahlen, die ich kriege, immer wieder zu den gleichen komme. Also wenn ich immer sehe, ich habe hier 0, 1 und danach habe ich 1, 0 und durch mein Ergebnis würde ich dann als nächstes wieder 0, 1 haben und dann würde ich wieder 1, 0 haben. Und dann muss ich halt genau den Punkt finden, wo die Periode anfängt. Und da kann ich keinen generellen Tipp für geben, sondern da müsst ihr wirklich dann eben reingucken in die Berechnung, wo die Berechnung anfängt, sich zu wiederholen. Und bei Dualzahlen kann das halt auch schon sein, dass da eine Periode mal schnell über 3, 4 Stellen geht. Ja,
Die Frage war, wenn die Ausgangszahl in einem Dezimalsystem eine Periode hat, ob sie dann auch in dem Dualsystem eine Periode hat. Oder andersrum. Klingt für mich jetzt erstmal logisch. Ich müsste es nachprüfen, aber es wäre für mich jetzt erstmal irgendwie logisch, weil die Zahl ist ja nicht exakt darstellbar im Dezimalsystem. Dann würde sie auch nicht, also, beziehungsweise sie ist insofern exakt darstellbar, dass sie durch die Periode darstellbar ist und würde sich wiederholen. Und das würde sich dann für mich genauso sinnvoll ergeben, dass es im Dualsystem dann das Gleiche ist und dass sie sich dann wiederholt. Naja, also einfachstes Beispiel wäre irgendwie sowas wie, ich habe eine Periode, Komma 0, also 1, was wissen wir? Nimm mir Drittel. Gott, ein Drittel jetzt mal eben umzurechnen. Das ist 0, 1, 1, 1. Also ich vermute, du wirst beim Drittel auf irgend so eine Periode kommen wie 0,011 Periode irgendwo in dem Bereich. Ich glaube, das Minimum ist aber wirklich zu sagen, wenn du im Dezimalsystem schon eine Periode hast in deinem Ergebnis oder in deiner Zahl, dann rechne auf jeden Fall damit, dass du sehr wahrscheinlich auch im Dualsystem eine hast. Okay. Ja, wie gesagt, ergibt für mich auch irgendwie eigentlich Sinn, weil warum sollte eine Zahl plötzlich nicht mehr periodisch sein, wenn ich sie ändere? Ich kann sie ja trotzdem ja nicht anders darstellen. Okay, so, aber für die Hausaufgabe wisst ihr jetzt, wie auf jeden Fall eine schriftliche Division geht. Für das Beispiel, was wir gerade berechnen, ist das etwas einfacher. Das kann man noch im Kopf berechnen. Deswegen war es mir aber wichtig, dass wir diesen kleinen Exkurs einmal machen. Wir haben hier 1,01 geteilt durch 1,0. Das ist dann einfach nur wieder 1,01. Und eben haben wir Exponenten addiert. Jetzt werden wir sie subtrahieren. Das Gegenteil von eben. Ja, Multiplikation, Mantissen multiplizieren, Exponenten addieren. Division, Mantissen dividieren, Exponenten subtrahieren. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, komme ich, wenn ich diese beiden subtrahiere, auf diese Zahl. Jetzt habe ich 8 Bit und eine 1 am Ende. So, wer jetzt aufgepasst hat, weiß genau, was falsch ist oder was noch fehlt. Genau, der Exzess. Weil jetzt habe ich nämlich meinen Exzess hier ja irgendwie rausgerechnet. Genau, jetzt muss ich meinen Exzess nochmal da wieder hinzu addieren. Und waren die 7 Einsen, das einmal hinzu addiert. Komme ich zufälligerweise dann auf folgenden Exponenten.
Und als letztes nochmal nach IEEE i754. Ne, wir haben einmal unser Vorzeichen hier oben, was wir übernommen haben. Wir haben unseren achtstelligen Exponenten aus unserer Berechnung eben. Und wir haben unsere Mantisse. Also die Stellen hinterm Komma von der Mantisse. Heißt also, bei einer Division sehen wir hier auch gerade, da kann sich schon ein bisschen mehr an dem Exponenten unter Umständen ändern. So, jetzt habt ihr eine Hausaufgabe. Ja, nicht einfach nur stehen wir hier, a durch b, sondern ihr habt a minus b geteilt durch a plus b. Das heißt, ja, was heißt das? Macht es das irgendwie komplexer? Müssen wir da viel mehr beachten? Wenn in der Hausaufgabe steht a minus b geteilt durch a plus b. Ja, genau. Also im Chat genau richtig. Ich wollte nur einmal schauen, dass das auf jeden Fall auch klar ist. Also ihr habt ja genau a minus b und a plus b in a und b ausgerechnet. Und das ist dann das Ergebnis, was ihr dann halt weiter nutzt. Heißt aber umso mehr, achtet darauf, dass ihr bei a und b sauber arbeitet, damit ihr das richtige Ergebnis habt, damit ihr dann hier nicht einen Folgefehler euch reinbaut. Und insofern, es wirkt jetzt irgendwie zwar komplexer, die Rechnung, aber im Endeffekt ist es nur eine Division von Ergebnissen, die ihr eh dann schon haben werdet. Okay, ja, damit solltet ihr jetzt alle arithmetischen Berechnungen mit Gleitkommazahlen machen können, nach IEEE i754, zumindest wenn ihr sie nicht umwandeln dürft. Dann warte ich kurz und danach geht es dann nämlich weiter. Dann wechseln wir das Themengebiet so ein bisschen, gehen aus den Gleitkommazahlen raus und gehen zum Thema Zeichenkodierung weiter. So, in der Hausaufgabe ist ein UTF-8-Text gegeben. Ich habe mal, nee, das ist nicht der UTF-8-Text. Da ist mein UTF-8-Text, der Rest davon jedenfalls. So, also ich habe es jetzt irgendwie über zwei Zeilen, aber es ist jetzt im Endeffekt, sind das alles UTF-8-Zeichen hintereinander, von der 5.3 bis zum 6e. Ich habe mal netterweise schon mal eine Tabelle daneben gelegt. Und wisst ihr etwas, was also UTF-8 hat ja jetzt verschiedene Möglichkeiten, Zeichen darzustellen. Wisst ihr etwas über die Länge von Bits, die man braucht, um Zeichen in UTF-8 darzustellen? Erinnert ihr euch da an etwas? Okay, ja, also viele Sachen werden mit 8 Bit gleich 1 Byte dargestellt. Soweit erstmal richtig. Das sind tatsächlich auch die, die hier oben angegeben sind, also mit dem führenden Code 0 bis F. Und die entsprechen im Endeffekt dem typischen ASCII-Zeichensatz. Das sind halt natürlich auch die Zeichen, die am meisten benutzt sind. Ergibt irgendwie auch Sinn, dass Zeichen, also so Standard-Alphabet-Zeichen, die ganz viel genutzt werden, dass die natürlich mit einem Byte kodiert werden. Jetzt seht ihr aber hier in dem Ganzen, dass hier auch noch was gibt wie Start einer 2-Byte-langen Sequenz oder Start einer 3-Byte-langen Sequenz oder Start einer 4-Byte-langen Sequenz. Das heißt, UTF-8 kann 1, 2, 3 oder 4 Byte lang sein. Können wir uns vielleicht schon denken, 4 Byte werden wahrscheinlich Zeichen sein, die man relativ selten braucht, weil man will ja eigentlich eher möglichst sparsam sein von seinem Text.
Das heißt, je wahrscheinlicher die Zeichen, desto kürzer ist die Bytelänge. In den Folien sind ein paar Beispiele für 2-, 3- und 4-Byte-Sachen angezeigt, aber für die Hausaufgabe werdet ihr auch einfach dann online einmal nachgucken müssen in einem UTF-8-Lexikon, wenn ihr was Längeres habt, was das dann jeweils ist. Ja. Das heißt, ihr würdet quasi damit anfangen zu gucken, was könnt ihr dekodieren mit der einfachen Tabelle, wie sie die äquivalent ist hier zu ASCII bzw. ISO 8859-1. Und was passt halt dann nicht mehr rein? Und dann müsst ihr schauen, ist das 2- oder 3-Byte Start oder gar 4-Byte Start? Und dann werdet ihr das online nachschlagen müssen. Das nur einmal, dass ihr das eben schon wisst. Also das ist, glaube ich, nämlich nicht komplett in den Folien dann alles drin. Wie funktioniert jetzt die Dekodierung? Also ich würde mir angucken, ich nehme hier meine zwei Zeichen und meine ersten zwei Zeichen wären 5, 3. Und ich würde gucken, ich habe hier in den Zeilen, habe ich die Anfänge von einem Byte. Und ich suche dann die Zeile, die mit, oder die Zeile, wo meine Zahl mit einer 5 anfängt. Und dann muss ich die Spalte dazu finden, wo die 3 dazu gehört. Das heißt, ich gehe hier durch. Hier ist die 3, Enden der 3. 5 am Anfang, 3 am Ende ist ein großes S. Das ist das, was ich dann über das erste Zeichen weiß. So, jetzt seid ihr dran. 7, 4. Welches Zeichen steckt dahinter? Wer kann mir sagen, welches Zeichen hinter 7,4 steckt? Ja, genau, das ist ein kleines t. Also wir suchen wieder erst links die richtige Zeile für den Anfang der Zahl, das ist die 7. Und dann gehen wir nach rechts, so lange, bis wir zur 4 kommen, zur Spalte 4. Und das ist ein kleines t. T, T wie Theodor. Und nochmal zwei Beispiele. 2e. Was steckt dahinter? Ich weiß nicht, hier im Hörsaal kann man das vielleicht nicht ganz hundertprozentig erkennen, aber wenn ihr ungefähr grob das Zeichen mir beschreibt, dann reicht es mir auch. Man kann es mit dem anderen verwechseln. Wie bitte? So, genau. Also sowohl im Chat als auch hier richtig. Wir sind beim Punkt. Also wir gehen in Zeile 2, gehen ganz nach rechts oder fast ganz nach rechts beim E und das ist ein Punkt. Und deswegen meinte ich, man kann es mit dem Komma gerade verwechseln. Komma wäre das C gewesen. Genau, ja, ist nicht wie ein Koordinatensystem. Also ist ähnlich wie ein Koordinatensystem, nur eben genau verdreht. So, und jetzt noch hier die 0a, das einmal noch. Das würde ich auch gerne noch einmal haben von euch. 0a, was ist das? 0a ist LF. Okay. Weiß jemand von euch, was 0f ist, wofür das steht? Da wird geraten, Linefeed, gut geraten oder vielleicht auch gut gewusst und einfach nur ein bisschen unsicher gewesen. Genau, das ist Linefeed. Kommen wir gleich nochmal zu. Ich mache einmal nochmal kurz den Rest. 4, 5 sollte ein großes E sein. Dann haben wir 6c, das sollten zwei kleine Ls sein, also L wie Ludwig. Dann haben wir ein kleines I, ein kleines N, ein kleines G. Nochmal ein kleines E und nochmal ein kleines N. So, das heißt, wenn man das jetzt zusammenschreibt, wir haben S,
t.lfelllingen. Und jetzt hatten wir eben schon den Hinweis, dass es sich um Linefeed handelt. Ich weiß nicht, wer von euch in der OE-Woche mal im OE-Café war und dort mal die Schreibmaschine ausprobiert hat, die dort stand. Da stand eine alte Schreibmaschine. Tatsächlich stammt Linefeed daher, und so kann man sich das auch merken. Wenn ich hier so ein Blatt habe, dann habe ich mit der Schreibmaschine einen Reiter, also es ist so ein Metallstab, der da quer rüber geht, und da drauf einen Wagen. Und da, wo der Wagen ist, da wird der Buchstabe angeschlagen von der Schreibmaschine. Das ist also Standardschreibmaschine. Es gibt noch alles mögliche andere, Kugelkopfschreibmaschine, etc. etc. Das ist aber alles jetzt erstmal egal. Eine Standardschreibmaschine hat so den Metallbügel, wo man schreiben kann, und dann ist der Wagen, der auf dem Metallbügel von links nach rechts langsam rübergeht. So, und jetzt ist es halt irgendwann ja so, dass man sagt, hey, ich bin eigentlich fertig. Und dafür gibt es zwei Sachen. Die Schreibmaschine. Man macht erst, es gibt dann meistens so einen Bügel auf der rechten Seite, den biegelt man einmal um, also bei den einzelnen mechanischen. Dann macht man das Carriage Return. Carriage Return oder CR sorgt dafür, dass der Wagen an den Anfang der Zeile geht. Und danach drückt man auf eine andere Taste, nämlich die Enter-Taste. Und dann gibt es den Linefeed. Dann wird nämlich genau die Zeile eine Stelle weiter nach unten, also das Blatt eine Zeile nach oben geschoben, so rum. Das heißt, wir gehen dann in die Richtung weiter. Okay, das ist jetzt der kleine historische Exkurs. Also CR steht für Carriage Return. LF für Linefeed. Carriage Return war einfach zack nach vorne, LF Linefeed nach unten. Da irgendwie ja die ersten Leute, die Computerdinge gemacht haben, Schreibmaschinen ja auch noch viel stärker kannten, ist das da halt irgendwie eingeflossen. So, was passiert also wahrscheinlich, wenn ich irgendwo ein LF als Steuerzeichen, und das ist nämlich das, Zeiler 0 und 1 sind Steuerzeichen, wenn ich ein Steuerzeichen habe wie LF? Und genau, der Vorschlag im Chat sehe ich da auch schon. Also im Endeffekt heißt es, LF ist für mich einfach ein Zeilenumbruch. Das heißt, ich würde den Text nicht so ausgedruckt bekommen, wie ich ihn hier gerade habe, sondern in dem Computer selber würde das Ganze entsprechend so den Umbruch haben, und dann sind wir bei St. Ellingen. Stellt ihr euch vielleicht die Frage, warum hat Jessica euch von CR und LF erzählt? Weil wir haben ja nur LF hier drin. Es gibt ja zwei große Arten von Computern, oder Background-System von Computern. Es gibt einmal so dieses typische Windows-System. Und es gibt einmal die ganzen Unix-artigen, also Linux, Solaris, was da alles Mögliche drauf aufbaut. Fragt mich nicht wieso, das müsste ich auch nochmal wieder nachgucken. Aber irgendwie hat sich halt historisch ergeben, dass die diese Steuerzeichen unterschiedlich machen. Das heißt, wir haben manchmal nur wie hier 0a beziehungsweise Linefeed. Dann sind wir bei Unix-Linux-Rechnern, auf denen dieser Text erstellt wurde. Oder wir haben 0a. Nee, warte. Soll ich es nicht falsch sagen? 0d0a. Genau so rum. Erst der Carriage Return. Ne? Hier ist unser CR. Erst der Carriage Return, dann der Linefeed 0d0a. Windows-Rechner. Ja, das sieht aus wie ein O. Hast recht, habe ich mich vertippt. Danke.
So, ist natürlich blöd, wenn die Systeme untereinander das unterschiedlich machen. Bei UTF-8 kommen die, schreiben die zum Glück ja auch ein bisschen selber noch ein paar mehr Infos rein und die können, man kann Texte sowohl von dem Linux-Rechner auf den Windows-Rechner und umgekehrt packen. Aber falls ihr mal irgendwelche alten Textdateien habt von, keine Ahnung, reicht ja eigentlich schon um die 2000er. Wahrscheinlich reicht sogar noch viel, viel jüngeren Datums. Wenn ihr da einen Text habt, der nicht UTF-8, sondern ASCII-Zeichen kodiert ist, dann passiert es ganz häufig, dass man irgendwie es öffnet und denkt sich, da fehlen noch die Zeilenumbrüche gerade. Also wenn ihr einen Windows-Rechner habt, ihr öffnet es und denkt, da fehlen mir doch gerade die Zeilenumbrüche. Dann liegt es daran, dass der Rechner auf Linux erstellt wurde. Und Linux braucht ja das 0D nicht, das Carriage Return. Verarbeitet trotzdem Zeilenumbrüche, aber der Windows-Rechner, dem fehlen das dann gerade. Das heißt, wenn ich das hier so auf dem Linux-Rechner darstellen würde, würde der Windows-Rechner an der Stelle tatsächlich dann einfach nur hier irgendwie, ich habe gar nicht das Symbol dafür, ich mache hier mal, eine Raute ist ja auch irgendwie doof. Ich nehme jetzt trotzdem mal eine Raute als Beispiel. Also er würde da halt irgendwie so ein Steuerzeichen, also irgendwie fehlendes Kästchen würde er reinmachen, weil er es nicht verarbeiten kann. Na, das so richtig schön mit Zeilenumbruch würde das jetzt hier nur der Linux-Rechner machen können. Wenn ich das jetzt nicht als, also wenn ich das jetzt wirklich so in klassischen alten Texten hätte. Nur falls ihr mal euch gewundert habt, wo das herkommt, das hat mit diesen Zeichenkodierungen zu tun. Für uns jetzt eben relevant, es gibt eben die Überschneidung zwischen ASCII-Zeichensatz und UTF-8-Zeichensatz. Die sind erstmal gleich mit einem Byte und dann gibt es halt noch ganz viele Sonderzeichen. Hat auch damit zu tun, dass man halt auch chinesische, japanische Sonderzeichen damit drin haben will oder Umlaute, die fehlen uns hier nämlich auch noch, ne? Also wir wollen auch unsere deutschen Umlaute ja irgendwie darstellen können. Und noch besondere Sonderzeichen. Und die sind halt alle dann eben entsprechend mit längeren Byte-Sequenzen. Genau, also 0D, 0A wären zweimal ein Byte, die dann dafür verbraucht werden und genutzt werden. Aber insgesamt natürlich zwei Byte Länge verbrauchen, das stimmt. Aber ihr findet das unter den normalen Ein-Byte-Längen, weil es halt eben schon im ASCII-Zeichensatz vorhanden war. Es wird halt einfach weiter benutzt. Seit wann müsste ich nachgucken? Also ich weiß jetzt nicht, das weiß ich nicht aus dem Kopf, wann ASCII-Zeichensatz entwickelt wurde. Es hat auch schon ein gewisses Alter. Genau, also für die Hausaufgabe, wie gesagt, nehmt ihr die Tabelle, findet ihr hier, findet ihr, die ist, glaube ich, auch in den Vorlesungsunterlagen, ist es angerissen und dann ist nochmal die UTF-8-Tabelle von Wikipedia dann auch verlinkt. Aber ihr werdet dann auch zwei, drei oder 4 Byte, ich glaube auch 4 Byte-Symbol einmal dazwischen haben. Und da werdet ihr online dann einfach in einem Zeichentabellen-Lexikon einmal kurz nachschlagen müssen. Das sollte dann aber gehen, wenn ihr wisst, welches das ist. So, was verrät Ihnen der Text über den Rechner, mit dem er erstellt worden ist? Das ist das, worüber wir gerade gesprochen haben, ne? Also, was für einen Typ haben wir, Windows oder Linux? Das werdet ihr dann auch beantworten können. Und jetzt gibt es noch Aufgabenteil B. Erläutern Sie anhand der N-Byte-Beispiele aus dem Text, wie aus der UTF-8-Kodierung der Unicode-Wert berechnet wird. Da können wir jetzt gerade nicht ganz so genau drauf gucken, aber ich sage euch mal so viel: Wenn ihr den Text in der Aufgabe übersetzt habt, dann wird es da diverse Beispiele geben zum Thema 1 Byte, 2 Byte, 3 Byte und 4 Byte. Und die greifen halt genau das auf, dass da dass verschiedene Zeichen hinter verschiedenen Byte-Längen stehen. Und das sollt ihr eben nutzen, um dann einmal zu beschreiben, wann, warum, welche Byte-Länge genutzt wird und wie das dann eben zusammengebaut wird. Das ist das, was hinter dieser Aufgabe B steckt. So verstehe ich sie jedenfalls. Okay. Soweit, so gut. Können wir weiter? Nächste Aufgabe oder noch Fragen an der Stelle? Dann würde ich sagen, muss ich nochmal einen Exkurs machen. Und zwar haben wir
Ja. Thema Shift-Operation und Bitwise-Operation. Hattet ihr das in der Vorlesung schon? Sagt euch das etwas, was ich hier habe? X 2 mal Shift-N. Irgendwie schon gehabt oder noch nicht gehabt? Das wäre jetzt für mich auch mal ganz gut zu wissen, damit ich weiß, worauf ich aufbauen kann. Okay, entweder noch nicht gehabt oder vergessen. Also, es geht darum, wie kann ich Bitketten manipulieren oder wie kann ich Binärzahlen manipulieren? Ne, kommt bekannt vor. Vielleicht wird es gleich noch mal ein bisschen bekannter. So, also wenn ich eine Ausgangszahl habe, 1001, und ich sage, ich shifte das um n Stellen nach links, zum Beispiel alles für, wir machen das hier mal mit einem n gleich 1 als Beispiel, dann bedeutet das, ich schiebe jede Zahl um eine Stelle nach links, zumindest wo noch eine Stelle da ist. Die erste 1 fällt raus. Also die Zahl, die ganz vorne, nicht die erste 1, sondern die erste Zahl ganz vorne, die fällt raus. Die ist einfach weg. Und ich fülle von rechts mit einer imaginären 0 oder mehreren imaginären Nullen auf. Na, ich könnte ja jetzt auch mit nicht nur n gleich 1, sondern ich könnte auch n gleich 3 shiften nach links. Dann würde ich mit drei Nullen auffüllen müssen. Und die 1 würde entsprechend weiter vorne auftauchen. Das ist der Shift Left. Es gibt dafür das Gegenstück, den Shift nach rechts, den logischen Shift nach rechts. Da sind, das ist auch kein Fehler, da sind drei von diesen Pfeilspitzen nach rechts. Wenn ich das hier mache, auch wieder um eins nach vorne verschoben, schiebe ich die Zahlen einen nach rechts. Die erste Zahl vorne fällt weg. Also in dem Fall die ganz rechts. Die fällt dann weg, fällt raus. Und ich nehme mir imaginäre Nullen und fülle damit auf. So, warum habe ich da mitten noch dazwischen Platz gelassen und warum gibt es drei, warum sind es drei Pfeile, fragt ihr euch jetzt. Nun, es gibt noch den, neben dem logischen Shift nach rechts, gibt es noch den arithmetischen Shift nach rechts. Der hat dann nämlich zwei Pfeile nach rechts. Funktioniert ein kleines bisschen anders. Erstmal schiebe ich Dinge nach rechts. Die 1 ganz rechts oder die Zahl ganz rechts fällt weg. Und der Unterschied ist jetzt, was mache ich an der Stelle, wo ich quasi keine Zahl habe, die ich hinschieben kann? Hier ist es so, dass dann die letzte Stelle links dupliziert wird. Das heißt, das, was hier links ist, bleibt auch an der Stelle stehen, aber trotzdem packe ich eine Kopie nach rechts. Ne, diese 1, in dem Fall ist es eine 1, könnte ja auch eine 0 sein, taucht dann zweimal auf. Also, das ist etwas, das darf man auch verwenden oder das kann Java auch auswerten als bitweise Operation. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo was habe, zum Beispiel eine Variable, nennen wir sie A1 oder A2 oder sowas, dann könnte ich auch sagen A1 Linkshift 2. Dann würde der Bitwert in A1 um zwei Stellen nach links geschiftet werden. Also auf die Art und Weise könnt ihr x durch eine andere Variable natürlich ersetzen und dann könnt ihr eine bestimmte Anzahl Stellen euer Bitmuster shiften. Das ist das eine. Es gibt noch was Zweites. Was Zweites, was wir brauchen. Und zwar gibt es diverse bitweise Operationen. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz warten, dass hier auch mit Schreiben das soweit ist. Das A steht für arithmetisch oder arithmetic.
Und es gibt kein, also genau, es gibt halt kein Äquivalent für den Links mit Arithmetic. Also es gibt tatsächlich, links und rechts sind es halt dann nur diese drei Shifts normalerweise. Außer man hat irgendwie, wir gehen in ganz andere Programmiersprachen, wo das vielleicht auch implementiert wurde, aber wir bewegen uns hier eher ja im Bereich Java oder C++, im ESB-Kontext. So, und das heißt aber auch für die Hausaufgabe könnt ihr gegebenenfalls nur damit was verschieben. Warum wir das brauchen, dazu komme ich gleich, aber erstmal stückweise noch ein Stück weiter. Nee, das Rotate, das brauchen wir heute nicht. Wir brauchen auf jeden Fall noch bitweise Operatoren. Also, wenn ich anfange damit, dass ich zwei Binärketten habe. Und zwar ist jetzt das eine x ist 1011 und y ist 0010. Dann kann ich bitweise damit was machen und verknüpfen. Ich kann die Negation machen von einem Wert. Wenn ich jetzt, das ist dieses Tilde-Zeichen, also wenn ich Alt, Groß und Plus drücke auf der Tastatur, dann habe ich ja diese Tilde, dieses geschweifte etwas, oder nicht geschweifte, geschlängelte etwas. Das ist dann auch das Zeichen für die Negation, also auch was dann vom Programmcode ausgewertet werden können sollte. Und das negiert bitweise meinen Wert. Das heißt, wenn ich 1, 0, 1, 1 hatte, dann habe ich jeweils das genau umgekehrte Bit. Und ja, das entspricht im Endeffekt das gleiche, wie wenn ich jetzt einfach die Invertierung für ein Einer-Komplement machen würde, für ein Bitmuster. Ist so ähnlich, ist nur ein bisschen anders. Also im Sinne von, wir sind jetzt als bitweise Operatoren unterwegs. Genau, Negation. So. Die Negation. Müsste ich reingucken. Kann ich jetzt so gerade nicht akut sagen. Also logisch wäre es insofern, als dass er im Endeffekt es am Ende nachher auf einen Binärcode ja intern runterrechnet, ganz egal, was wir machen, dass er es nachher dann trotzdem dann entsprechend invertiert. Aber ich würde da nachgucken wollen, bevor ich da weiter was zu sage. Ist für euch aber zum Glück jetzt auch nicht so relevant. Außer Negation, was kennen wir noch an logischen Verknüpfungen? Wie kann ich logisch irgendwas verknüpfen? Und oder, genau, die brauchen wir natürlich auch. Richtig. So, das bitweise und zwischen zwei Zahlen ist x und y. Das heißt, dass ich jetzt gucke und es muss bei x und bei y an der Stelle, also quasi die Spalte, die ich mir angucke, die Stelle, da müssen beide eine 1 sein, damit ich im Ergebnis eine 1 habe. Das habe ich beim ersten nicht. 1 und 0 ergibt 0. 0 und 0 ergibt 0. Dann habe ich 1 und 1 ergibt eine 1. 1 und 0 ergibt wieder eine 0. Da ist es das AND. Und ich spoiler mal schon mal ein bisschen. AND kann man für Maskierung nutzen, für Bitmasken. Gucken wir nachher gleich mal ein Beispiel. So, dann hatten wir noch das OR, X. Und dann brauche ich hier neben den Pfeiltasten diesen senkrechten Strich. X, OR, Y. Das heißt, im Ergebnis ist jetzt an den Stellen, wo ich entweder bei x oder bei y oder bei beidem eine 1 habe, auch im Ergebnis eine 1. So, was hatten wir? Wir haben 1 und 0, 1 oder 0 ergibt 1, 0 oder 0 ergibt 0, 1 oder 1 ergibt 1, 1 oder 0 ergibt 1. Das ist das OR. Das kann man nutzen, um Bits zu setzen. Gucken wir gleich auch mal. Und vielleicht einmal der Vollständigkeit halber x und dann dieses Hochzeichen y. Das ist das exklusive Oder, das heißt nur dann, wenn in einem der beiden Ausgangsbinärketten, aber nicht in beiden, eine 1 ist, dann wird eine 1 gesetzt. 1 XOR 0 ergibt 1, 0 XOR 0
ergibt 0, 1x or 1 ergibt auch 0, weil jetzt beides 1 ist. 1x or 0 ergibt 1, so das xor. So, was kann man damit jetzt machen? Man kann zum Beispiel auch sagen, hey, ich nehme einen Wert und genau, ich will zum Beispiel eine Maskierung setzen. Eine Maskierung, sagen wir mal, für das wäre dann für 8-Bit, kann ich zum Beispiel mit 0x01 eine Maske erzeugen. Was steht da jetzt? 0x01 ist der Hinweis, dass ich hexadezimal 2 Byte habe. Nee, 2x 4 Bit habe, so rum. 2x 4 Bit habe. Das erste Bit sind die ersten vier Zeichen. Das ist eine 0, 1, 2, 3, 4. Und das zweite sind die zweiten vier. 1, 2, 3, 4. Ich könnte jetzt natürlich auch was anderes machen. Wenn ich 0x 3, 1 nehmen würde, dann wäre ich bei 0011 der hexadezimalen Darstellung des Wertes 3, also der Umwandlung des Hex von Hexadezimal 3 nach Binär 3 und entsprechend dann hier 00, das eine 0 zu viel, 01 für das zweite. So, das heißt, ich kann mit einem hexadezimalen Wert sagen, an welcher Stelle ich die 1 haben will. Ich muss dafür nur wissen, bei welchem, an welcher Stelle ich sie brauche. Damit kann ich mir erstmal ein Bitmuster erzeugen, was ich auch mit weiter benutzen kann. Vielleicht will ich ja hier eine 1 haben. An der Stelle, dann müsste ich jetzt überlegen, 0, 0, 1, 0. Dann müsste ich das einfach nur sagen, was ist das jetzt für ein hexadezimaler Wert? Warte mal, machen wir mal ein anderes Beispiel. Also, ich will eine Bitkette haben, die soll genau an der zweiten Stelle soll hier eine 1 haben. Jetzt wissen wir, dass wir ja immer 4 Bits zusammennehmen können, um direkt einen Hexadezimalwert daraus zu berechnen. Ihr erinnert euch, ganz am Anfang, das hatten wir, glaube ich, im ersten Termin, wo wir dann Bitgruppen gruppiert haben. Das heißt, die 4 zusammen, 1, 0, 0, 0, das müsste der hexadezimale Wert 5 sein, wenn ich das gerade richtig weiß. Das heißt 0x. 0x steht dafür, dass das ein hexadezimaler Wert ist. Dann die 5. Und das zweite Bitmuster ist jetzt alles 0. Und dann wäre es hier wieder eine 0. Ich könnte jetzt aber auch das zweite Bitmuster alles Einsen haben. Dann wäre ich beim hexadezimalen Wert f. So, warum ist das Ganze jetzt spannend? Weil ich jetzt natürlich auf die Art und Weise sagen kann, dass ich zum Beispiel einen Wert nehme. 0, 1, 0. Danke, du hast recht. Ja, das ist natürlich eine 4. Ich kann auch nicht mehr rechnen. Okay, Prinzip das gleiche. Danke fürs Aufpassen. 1, 0, 0 ist natürlich 4. So, ich kann jetzt natürlich sagen, ich habe meine Maske und ich verunde Dinge. Ich habe irgendeinen beliebigen Wert. Keine Ahnung, 101010. Ich hoffe, das ist kein Wert außer Hausaufgabe. Dann ist das Pech, dann habt ihr Glück. Und ich sage, ich verunde das Ganze. Was war das? Das war das Und. Mit meiner Bitmaske 0x, was hatten wir gesagt? 4,0. 4,0 war das, wenn ich dann ja nur hier vorne die zweite Stelle eine 1 habe. Ganz ohne, dass ich. Das ist ein unpraktisches Bitmuster im Moment. Ich nehme mal eins, was alles Einsen hat am Anfang. So, aber ganz ohne, dass ich weiß, was jetzt dieses Bitmuster hier ist. Ohne dass ich genau weiß, das könnte jetzt ja auch eine Variable sein, das könnte ja auch ein A1 sein oder sowas. Ohne dass ich weiß, was da drin steht, weiß ich, dass durch dieses und 0x40
Ne? Und hat ja nur 1, wo beides 1 ist, nur genau an der Stelle der Wert übernommen wird, also nur da eine 1 hinkommt, wenn da eine 1 im Original ist oder im Bitmuster ist. Wenn da eine 0 im Bitmuster ist, ist da auch eine 0. Und alles andere außenrum wird gelöscht. Das heißt, auf die Art und Weise weiß ich, und 0x40, ich mache ein 0, ich setze alle anderen Bits außer dem zweiten Bit auf 0. Und nur beim zweiten Bit interessiere ich mich dafür, was in dem Ausgangsbitmuster hier für ein Wert ist. So. Und gucke hier, ob das jetzt 1 oder 0 ist. Das heißt, durch die Verundung komme ich auf 0, weil das heißt, hat keine 1 hier, das 40. Ja, links habe ich 4F, weil ich ja dann noch die hier habe. Also was ich ja jetzt gerade nehme, das Bitmuster links ist das erste, was ich hatte. Das hier. Das, was mir quasi sagt, dass ich mich nur für diese Stelle interessiere, beziehungsweise dass ich bewusst alle anderen Stellen 0 setzen will. Das würde ich dann nämlich tun. Ich würde alle Stellen, außer da, wo hier eine 1 ist in meiner Bitmaske hier 0x40, alle anderen Stellen 0 setzen und ich gucke nur hier. Wenn da jetzt eine 0 stehen würde an der Stelle, wo ich es markiert habe, dann würde ich natürlich 0 rechts eintragen, weil 0 und 1 ergibt 0. Aber in dem Fall 1 und 1 ergibt 1. So, das heißt, wenn ihr irgendwie an bestimmte Stellen ran müsst und sagt, ich will nur bestimmte Teile haben und ich will andere Teile nicht haben, dann könnt ihr mit so einer Bitmaske, mit einem Und dafür sorgen, dass da Nullen sind an Stellen, die ihr nicht mehr haben wollt. Okay. So, das heißt, was haben wir jetzt gelernt? Wir haben gelernt, wie wir dafür sorgen, dass ich bestimmte Stellen übernehmen kann. Ach so, das Or haben wir natürlich jetzt noch nicht. Also ich kann zum Beispiel auch sagen, wenn ich hier aus irgendeinem Grund irgendwo, was ist, kann ich, so, können wir das gleiche nehmen. So, nehmen wir mal irgendwie den gleichen Wert. Also jetzt nehme ich das halt mit dem Ohr. Es könnte jetzt sein, dass ich aus irgendeinem Grund die zweite Stelle von links, dass ich eine 1 brauche. Egal, ob vorher eine 1 drin ist oder nicht. Dass es mir aber wichtig ist, dass ich eine 1 habe. Dann würde ich auf die Art und Weise, weil ich ja jetzt das Ohr mache mit diesem Bitmuster, was nur die eine 1 hat an der Stelle, würde ich durch ein OR 0x40 sicherstellen, dass auf jeden Fall an der Stelle eine 1 ist und der Rest nicht verändert wird. Jetzt hätte ich hier diese 1 dadurch quasi hinzugefügt. Gleichzeitig kann man OR natürlich auch benutzen, um einfach nur zwei Stellen zusammen zu aggregieren. Okay, das ist so ein bisschen alles Vorarbeit für das, was wir für die Aufgabe 5, was ist das bei euch, 5.4 brauchen, für diese Sache mit der Base64-Kodierung. Tut mir leid, dass das so ein bisschen da drumherum ist. Tatsächlich fehlt mir auch eigentlich eine Aufgabe dazwischen, die ich gerne sonst immer gehabt hätte, dass man die Grundlagen besser versteht. So, und zwar haben wir ja jetzt Base64. Was heißt Base64? Wir haben 4, nee, 3 8-Bit-Eingangswerte, die durch 4 6-Bit-Ausgangswerte ersetzt werden. Malen wir uns das einmal vielleicht auf. Das ist unter Umständen nicht maßstabsgetreu, das sage ich jetzt schon. Also, wir haben 8-Bit-Länge, dreimal. Und hierhinter steckt dann quasi A1, A2 und A3. Genau, das sind eure Eingänge.
Und jetzt soll aus diesen 8-Bit, 3x8-Bit-Eingängen, sollen 4 6-Bit-Ausgangswerte gebaut werden. Okay, 3x8 sind 24, 24-Bit. 4x6 sind auch 24, 24-Bit. Vielleicht guckt ihr auch in die Vorlesungsfolien, was dazu steht, oder wir können uns das auch so herleiten, dass wir dann also 4x 6-Bit haben. Auch das nur annähernd maßstabsgetreu. Gut. So, also das hier unten jeweils 6-Bit Länge. Und das ist dann das, was bezeichnet wurde als B1, B2, B3, B4. So, wenn wir uns das jetzt angucken, dann sehen wir, dass das eigentlich nur neu zugeschnitten werden muss. Also wir kriegen hier einen 24-Bit-String oder ein 24-Bit-Bitmuster und das muss einfach nur anders geteilt werden. Darum geht es eigentlich an der Stelle. Das heißt, ich will von diesen A1 fürs Erste, cutte ich einen Teil ab und nehme nur die ersten 6-Bit. Die sollen nachher in dem B1 drinstehen. Die restlichen zwei tue ich in B2 rein. Damit habe ich aber nur zwei in B2. Ich brauche noch ein paar mehr. Dafür nehme ich dann die erste Hälfte von A2. Das kommt hier auch mit rein. Gleiche Prinzip weiter für B3. Ich habe noch 4 Bit in A2 über, kommen nach B3 rein, fehlen mir noch 2 Bit. Das sind die ersten beiden von A3. Die kommen dann auch noch nach B3 rein. Und dann habe ich in A3 noch wie viel über? Natürlich 6. Und die 6 passen genau nach B4 rein. Also, im Endeffekt muss ich immer schauen in mein B1. Das ist ja das, was ihr dann berechnen sollt in der Hausaufgabe. Aus welchem A nehme ich das? Oder aus welchen As? Und wie komme ich da genau ran? Und da ich hier zum Beispiel bei A1 ja mit einem 8-Bit-Muster anfange, aber ja nur auf 6-Bit nachher gucke, muss ich halt irgendwie dafür sorgen, dass ich am Anfang, dass ich irgendwie 6-Bit habe am Stück und dann habe ich dann irgendwie vielleicht noch zwei Nullen davor oder so. Und dann hätte ich zwar 8-Bit-Muster, aber die anderen werden dann ja gar nicht berücksichtigt vom Ausrechnen. So. Gleichzeitig will ich aber gar nicht, muss ich gucken, dass ich die richtigen 6-Bit nehme von A1, nämlich die ersten 6. Jetzt haben wir uns ja eben auch so ein bisschen angeguckt mit Shiften und allem. Also wie kriege ich, wie schiebe ich quasi? Das war das hier, ne? Wie schiebe ich Zahlen hin, um dann entweder mit Nullen oder mit Einsen aufzufüllen? Da müsst ihr gucken, was ihr da halt braucht, was das jeweils Sinnvolle ist. Um dann nur genau das zu übernehmen, was ich brauche. Und wenn wir hier sowas haben wie B2, was anscheinend ja dann aus A1 und A2 Bestandteilen ist, dann müsst ihr dann halt auch gucken, dass ihr erstmal euch den einen Bestandteil nehmt, rausschneidet aus dem A, gegebenenfalls an die richtige Stelle schiebt. Nur nochmal dann, um zu prüfen, ob ihr da auch aufgepasst habt, womit könnte ich denn rausschneiden? Womit könnte ich denn sorgen, dass ich nur bestimmte Teile nehme und andere Teile auf Null setze, die ich nicht mehr brauche? Was würde ich dann nehmen, wenn ich was rausschneiden will? Bitmasken, genau, richtig. Na, also genau, das heißt, ihr würdet dann eben gucken, dass ihr euch die richtigen Teile mit Hilfe von Bitmasken rausschneidet und dann entsprechend hinschiebt, wo ihr sie haben wollt und dann anscheinend ja dann nicht kopieren, zusammenfügen müsst mit dem anderen Teil aus dem anderen A, um dann euer B zusammenzubauen. Da müsst ihr so ein bisschen puzzeln. Also deswegen orientiert euch an der Grafik und guckt stückweise, wie kriege ich da die Teile hin von diesem Bits
in mein B1? Wie kriege ich die richtigen Teile in mein B2? Wie kriege ich die richtigen Teile in mein B3? Wie kriege ich die richtigen Teile in mein B4 rein? Wie bitte? Ob das lauffähiger Code ist, kann ich jetzt nicht sicher sagen. Weiß ich jetzt nicht. Müsste man ausprobieren. Vielleicht funktioniert das, aber ich würde da jetzt nichts versprechen wollen. Es könnte sein, weil eigentlich versucht das Andreas Meder. Ja, nee, es wird noch nicht direkt funktionieren, weil ihr euch fehlen die Eingaben. Euch fehlt quasi die Main-Methode drumherum, mit denen ihr die Parameter für A1, A2 und 3 eingebt. Also ihr könntet euch das in eine Methode reinbauen, wo ihr dann die, aber dann müsst ihr die ganze Methode drumherum noch bauen. Das ginge dann. So, hier war jetzt nochmal gerade die Nachfrage. Wenn ihr 8-Bit-Zahlen habt, dann reichen doch Shifts. Also, ihr werdet Shifts brauchen, aber ihr werdet nicht nur mit Shifts alleine fertig werden. Aber ich habe euch versucht, jetzt alles irgendwo Sachen mitzugeben, dass ihr hier mit bitweisen Operatoren und mit den Shifts zusammen euch das zusammenbauen könnt. Macht das wirklich, also wäre mein Tipp halt wirklich stückweise, guckt euch jedes B einzeln an, wo das jeweils herkommt, und das dann stückweise zusammenbauen. Ja, so viel kann ich dazu sagen, ohne dass ich es ganz verrate. Das darf ich leider nicht. Dann habt ihr jetzt hoffentlich alles mitgenommen oder mitnehmen können für die Übungsaufgaben. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und vielleicht bis nächste Woche oder bis zu einem andermal.